Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Hard News, der News-Serie rund um die Kooperation zwischen der FH Joanneum und den Special Olympics World Winter Games 2017. Mein Name ist Patrick Schlauer und ich darf Sie gemeinsam mit einem Team aus Studierenden des Studiengangs Journalismus und Public Relations mit dieser besonderen Zusammenarbeit vertraut machen. Unsere beiden Außenreporterinnen Laura Reibenschuh und Julia Putzka werden in Interviews mit Beteiligten, mit Studierenden, aber auch mit Lehrenden aufzeigen, was ihn ausmacht, den Beitrag der FH Joanneum zum Herzschlag der Special Olympics World Winter Games. Heartbeat for the World lautet nämlich das Motto der Games, die im März 2017 in Graz, in Schladming und der Ramsau stattfinden und die FH Joanneum als Certified Supplier unterstützen wird. Und bevor wir uns das erste Interview ansehen und erfahren, wie die Idee dieser Zusammenarbeit überhaupt entstanden ist, mache ich Sie noch Special Olympics fit in 30 Sekunden. Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Das hier ist Eunice Kennedy Shriver, die Mutter, die Gründerin der Special Olympics Bewegung. Sie hat 1968 die ersten Sommerspiele ins Leben gerufen. 1977 wurden erstmals auch Winterspiele ausgetragen und diese finden heuer bereits zum zweiten Mal in Österreich statt. 2700 Athletinnen und Athleten aus über 100 Ländern werden in 9 Sportarten gegeneinander antreten. Wie die Idee einer Zusammenarbeit zwischen FH Joanneum und Special Olympics überhaupt entstanden ist, das erfahren Laura und Julia jetzt von Rektor Karl-Peter Pfeiffer. Wir sind heute hier im Büro von Rektor Karl-Peter Pfeiffer. Die Special Olympics arbeiten ja sehr eng mit der FH Joanneum zusammen. Wie kam es eigentlich zu dieser Kooperation? Die Kooperation ging von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Studiengangs Physiotherapie aus, die mit Herrn Angelini, das ist einer der Koordinatoren in Österreich, Kontakt hatten. Und das hat dann schon dazu geführt, dass zwei Personen, die Frau Gödel-Burer und noch eine Person, schon zu den Special Olympics nach Los Angeles gefahren sind, um sich anzuschauen, wie funktioniert das Ganze, welche Aufgaben kommen auf Gesundheitsberufe zu. Und die haben mich dann kontaktiert, ob das von Interesse ist für die gesamte FH. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Ereignis in der Steiermark, aber auch für uns als FH, wo wir unserem gesellschaftspolitischen Auftrag auch nachkommen, dass wir uns nicht nur mit Studienthemen beschäftigen, sondern auch mit eben solchen Herausforderungen, Inklusion. Welche Rolle spielen Sie genau bei dieser Kooperation? Ich versuche sozusagen die Haltung hineinzutragen und sagen, Inklusion ist mir ein wichtiges Anliegen, Inklusion ist ein Anliegen der FH und so wie Sie auch hier sind, dass sich eben Studierende mit diesem Thema auseinandersetzen und wo ich eine Rolle spiele, glaube ich, dass ich sage, dieses Thema müssen wir über die Gesundheitsberufe und über die soziale Arbeit hinaustragen und Bewusstsein bilden in allen anderen Studiengängen auch. Da sehe ich meine Rolle. Wesentlicher Bestandteil der Spiele ist das sogenannte Healthy Athletes Program, das größte öffentliche Gesundheitsprogramm für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Erklärtes Ziel dieses Programmes mit 7 Unterprogrammen ist es, die Inklusion von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ins bestehende Gesundheitssystem zu fördern, zu verbessern. Welche Rolle die Gesundheitsstudiengänge der FH Joanneum in diesem Programm spielen, das erfährt unsere Reporterin Julia jetzt von Koordinatorin Barbara Gödel-Burer. Sie arbeiten ja als Koordinatorin des Healthy Athletes Program. Was sind Ihre Aufgaben in diesem Bereich? Ja, die Aufgaben sind so, dass ich einerseits beginnend eben von vor 2 Jahren versucht habe, für die 7 klinischen Bereiche, die hier im Healthy Athletes Programm angeboten werden, das sind 7 Screening-Bereiche, die Untersuchungen anbieten für verschiedene körperliche Beschwerdebilder. Und dafür braucht man sogenannte Clinical Directors, das sind Personen aus Fachgebieten, die geschult werden auf solche Screening-Programme. Und die muss man aufbauen und schulen lassen. Das war zu organisieren, weil wir in Österreich vor 2 Jahren da noch kaum Leute hatten.
dann organisiere ich den gesamten Bereich Healthy Athletes, der während der Spiele parallel angeboten wird. Das heißt, 6 Tage vom 19. bis zum 24. wird eine Gesundheitsstraße angeboten an der Stadthalle oder in der Stadthalle, und die muss man organisieren. Das heißt, man muss organisieren, dass die Fachpersonen da sind, dass die Athleten entsprechend freigespielt werden, um zu der Gesundheitsstraße zu kommen, und verschiedene andere Dinge im Zusammenhang damit, wie kleine Empfänge, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Wissen Sie, wie viele Studierende der FH Joanneum in etwa mitarbeiten, damit das Healthy Athletes Program umgesetzt werden kann? Wir werden ca. 350 Studenten in dieser Zeit bereitstellen. Was glauben Sie, sind die wichtigsten Inhalte und Ziele des Healthy Athletes Program? Naja, die wichtigsten Ziele sind klar das Ziel der Inklusion im medizinischen Bereich. Und zwar geht es darum, dass Personen, die medizinische Ausbildungen haben oder die bereits arbeiten in einem medizinischen oder im Gesundheitsberuf, dass die Erfahrung machen können, mit Menschen mit kognitiven und intellektuellen Einschränkungen zu arbeiten und medizinische Leistungen durchzuführen, Gesundheitsleistungen durchzuführen. Das war's auch schon mit der ersten Folge von Heart News. In den nächsten Folgen werden wir uns ansehen, was die einzelnen Studiengänge zu den Special Olympics World Winter Games 2017 beitragen. Bis dahin, machen Sie's gut, auf Wiedersehen.